Es gibt Suse Flash erste Setbilder und da gibt es einiges Neues zu sehen. Zum einen können wir auf einen der Bilder einen inoffiziellen Blick auf Michael Keaton werfen, der auch in seine Rolle als Bruce Wayne bzw. Batman zurückkehren wird. Auf dem Bild trägt er einen Anzug und auch ganz offensichtlich eine Perücke. Zudem können wir jetzt einen ersten Blick auf den Anzug von Supergirl werfen. Das ähnelt schon ein bisschen dem Kostüm von Captain Marvel aus dem MCU mit den roten Schultern und dem blauen Torso-Teil. Aber vor allem ist es genau dasselbe Design wie das S in Man of Steel, Batman vs. Superman, Dawn of Justice und Justice League. Zudem scheinen auch das Material und die Oberflächenstruktur sehr ähnlich zu sein. Regisseur David F. Sandberg hat kurzerhand ein Bild veröffentlicht, das die ganze Shazamily in ihren neuen Kostümen zeigt. Und auch hier haben sich die Anzüge verändert von den ganzen Heldinnen und Helden. Die Farben sind etwas gedämpfter, die künstliche Muskelpolsterung etwas weniger übertrieben und das Design der Outfits ist insgesamt etwas schicker. Aber das ist nicht die einzige Veränderung. Nämlich während Adam Brody, Megan Good, Ross Butler und DJ Catrona weiterhin die erwachsene Version von sich selbst spielen, fällt die Rolle von Michelle Boss weg. Stattdessen wird Grace Fulton jetzt die normale Version von Mary spielen. Aber das sind noch nicht die einzigen Neuigkeiten, denn auch zu Transformers gibt es neue Infos. Zum einen wurde endlich der Titel enthüllt und passenderweise soll der sechste Film aus dem Bay-Universum Transformers Rise of the Beasts heißen. Das ist aber noch nicht alles, denn auch Details zum Inhalt wurden enthüllt. In Rise of the Beast soll wieder Optimus Prime im Mittelpunkt stehen und es soll als Fortführung von Bumblebee in den 90er Jahren spielen. Zudem wird es neben den bekannten Autobots und den gegnerischen Decepticons nun auch noch die Predacons, Maximals und Terracons dazukommen. Die letzteren dreien sollen sich dann in den schon bestehenden Kampf zwischen den Autobots und Decepticons auf der Erde mit einmischen. Mit dem Ganzen sollen natürlich so viele Fans wie möglich mit den verschiedenen Tribes happy gemacht werden und zum anderen will man damit viel Neues bieten. Das Ganze klingt auf jeden Fall schon mega, mega spannend. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze so findet. Zudem wurde auch schon ein Starttermin bekannt gegeben und das Ganze soll dann am 24. Juni 2022 in den US-Kinos starten. Es soll ja zu Schneewittchen ein Realfilm kommen von Mark Webb. Da kam ja ziemlich lange nicht so richtig in die Gänge, obwohl schon vor vielen Jahren immer wieder was angekündigt wurde. Nun hat Disney aber endlich verkündet, wer das Schneewittchen im Realfilm-Remake spielen wird. Somit geht da auf jeden Fall schon mal einiges voran und bei der Schauspielerin handelt es sich um Rachel Zegler. Der Name ist noch nicht ganz so geläufig, aber wird in Zukunft auch noch in größeren Hollywood-Produktionen mit dabei sein, denn sie hat nicht nur eine Rolle in dem DC-Blockbuster Shazam 2, zudem spielt sie sogar den weiblichen Hauptpart in der Musical-Adaption West Side Story. Es wurde sich sogar dazu geäußert, warum die Wahl auf diese YouTuberin fiel. Webb sagte nämlich dazu, dass Rachels außergewöhnliche stimmliche Fähigkeiten nur der Anfang ihres Talents wären. Es bleibt also spannend und wir werden euch auf jeden Fall weiterhin auf dem Laufenden halten, wenn es zur Realverfilmung neue Infos gibt. Wenn ihr also hierzu und zu allen anderen News nichts verpassen wollt, dann dürft ihr uns jetzt gerne einmal kostenlos abonnieren. Wie nun der Collider berichtet, soll die Zusammenarbeit von Scarlett Johansson und dem Disney-Konzern weiter fortgesetzt werden. So soll die Darstellerin nun im kommenden Disney-Film Tower of Terror nicht nur die Hauptrolle übernehmen, sie soll auch zusätzlich als Produzentin mit dabei sein. Bei Tower of Terror soll es sich dabei um einen Freefall-Tower mit einem spookigen Thema handeln. Das Drehbuch soll von Josh Cooley kommen, der auch schon durch seine Arbeit von Toy Story 4 und als Drehbuchautor von Alles steht Kopf bekannt ist. Bisher ist noch kein Regisseur mit an Bord. Und da das Ganze noch eher in der Anfangszeit ist, gibt es leider auch noch keinen Starttermin. Der nächste Film, der von Star Wars im Kino laufen wird, wird Rogue Squadron sein und der scheint laut Deadline seinen Drehbuchautor gefunden zu haben. Laut denen soll Matthew Robinson die Vorlage zum Film schreiben. Allerdings wurde das noch nicht offiziell bestätigt von Lucasfilm. Zum Inhalt halten sich die ganzen Informationen noch in Grenzen, aber es soll sich wohl um eine neue Generation von Sternfliegerpiloten drehen. Der Starttermin des Star Wars Abenteuers ist schon länger geplant, denn nach aktuellen Planungen soll der Film kurz vor Weihnachten 2023 laufen.
Das war es auch schon wieder mit dem heutigen News-Video. Wenn euch das Ganze gefallen hat, zeigt uns das doch gerne mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr wissen wollt, welche Trailer so neben Shang-Chi, dem Horrorfilm Candyman oder dem zweiten Trailer Snake Eyes noch so rausgekommen ist, haben wir euch das Video einmal in der Endcard verlinkt. Schaut auf jeden Fall vorbei, denn es sind jede Menge interessante Trailer rausgekommen.